Der Monster Walk ist eine sehr schöne Übung zur Kraftsteigerung und zur dynamischen Stabilisierung der Hüfte. Ja, gerade wenn wir auch über Sehnenprobleme sprechen oder allgemein Hüftprobleme, Schwäche der Gesäßmuskulatur, haben wir mit dieser Übung sehr viel abgehakt. Man muss dazu sagen, dass sie schon relativ anspruchsvoll ist, aber wenn wir vorausgehend schon einige Übungen gemacht haben und die nicht mehr anspruchsvoll sind, ist es eine tolle Steigerung. Dafür schneiden wir uns ein Miniband oder ein zusammengebundenes Terraband um. Die Knie leicht oberhalb der Knie. Wir können das Ganze steigern später, indem wir das Miniband um die Knöchel binden. Natürlich haben wir jetzt einen größeren Hebel und eine physikalisch höhere, größere Krafteinwirkung auf die Hüfte und die Hüftmuskulatur. Und noch weiter steigern kann ich das, indem ich das Miniband um meine Zehenspitzen oder den Vorfuß binde. Wir fangen jetzt mal mit der leichtesten Variante an. An sich ist die Übung gleich in allen drei Variationen. Die Ausgangsstellung und die erste Variante ist, wie gesagt, oberhalb der Knie. Wir stellen uns erstmal hüftbreit hin, gehen jetzt in eine Form der Kniebeuge, also ein bisschen tiefer, vom Gesäß nach hinten raus. Oberkörper sollte aufrecht sein, das heißt, wir hängen nicht vorne über, sondern sind in einer schönen, stabilen, geraden Position. Und jetzt gehe ich ganz langsam einen Schritt zur Seite. Natürlich zieht das Terraband mich jetzt nach innen und das Miniband, ich muss dagegen arbeiten. Die Spannung des Minibands darf nie ganz verloren werden, das heißt, die Füße werden nicht ganz zusammengestellt, sondern nur nebeneinander. Umso langsamer ich die Übung mache, desto schwieriger. Und das Ganze natürlich dann auch in die andere Richtung. Ja, so habe ich die tiefe Gesäßmuskulatur durch die Seitbewegung. Unter anderem habe ich, gerade wenn ich das Miniband um den Vorfuß habe, noch die Außenrotation, das heißt die mittlere Schicht der Gesäßmuskulatur. Und dadurch, dass ich in der Kniebeugeposition bin, habe ich noch die oberflächliche Gesäßmuskulatur dabei und eigentlich alle Ansatzsehnen der Gesäßmuskulatur am Oberschenkel.